auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Björn ist gut ausgekommen. Give it up. Pass it on the heart. Let me see you jump. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Sunday Grand Prix Series in Ungarn. Und wir haben mal wieder eine Menge an Freunden mit im Chat. Wünsche ich euch mal allen ganz viel Spaß. So, heute also Ungarn, die vorletzte Saisonstation. Und wenn alles gut läuft, könnte Tommy heute schon Champion werden. Drücken wir mal die Daumen. Oh, so. Hoffbar heute schnell, ne? Hoffbar heute sau schnell. Der klapprige Kurt? Ja, der klapprige. Shady ist mal wieder da. Ja, und heute haben wir nicht nur unseren Kurt Klapper am Start stehen. Die ganze Entry-List müsste eigentlich dem einen oder anderen Zuschauer bekannt sein. Wir haben heute Arnold Koch am Start stehen, Shady Ahmad, Keith Turner, Joe Walker, unser Björn ist dabei, George Bartham, Andrew S. Thomas, Nicolas Acosta, Mark Krutschenk, Edgar Acevedo, Brian Long, Bruno Araya und Tony Garcia. Wobei mir einzig und allein Tony Garcia nichts sagt. Ein Ackermann vor mir. Ein kleines, aber feines Feld heute am Start. Jetzt nicht mehr. Ja. Und da beginnt auch schon die Qualifying Session. So, einmal Qualifikations-Setup. So, ich habe gerade in die Entries reingeschaut. Oh, Auto Nummer 3. Oh. Wir sehen, dass der Vandenberge zum Beispiel gar nicht am Start ist. Ja. Mal gucken, ob er da gelandet ist. Timothy startet heute im ersten Split und er muss heute richtig dicke punkten, um noch eine Chance gegen Tommy zu haben. Wie gesagt, Tommy könnte heute vorzeitig Meister werden. Nein! Was machst du? Einführungsrunde, oh, die Kiste ist komplett dumm. Björn hat schon mal sein Auto zerstört. Chris Roberts, der einzig verbliebene Kontrahent neben Timothy Vandenberge für Tommy in der Meisterschaft, ist heute nicht am Start. Das heißt, Timothy ist der Einzige, der Tommy noch gefährlich werden kann. Und wie gesagt, er muss heute erst mit richtig dicke Punkten. Ansonsten ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Heute haben wir neben Björn auch wieder Bayern mit an Bord. Die Jungs stecken gerade alle mitten in der Quali und da schauen wir mal, was denen heute so gelingt. So, da müssen jetzt auch so langsam die ersten Zeiten kommen. Keith Turner hat hier die erste Zeit gesetzt, eine 1:36.512. Schon mal gar nicht so schlecht, unser Bayern. 1:37.867. Und jetzt auch Tommy über die Ziellinie. Leider hat er die erste Runde völlig vergeigt. Björn hat die erste Runde leider auch versiebt. Kommt jetzt nochmal Richtung Ziellinie. Und auch Tommy jetzt, letzte Kurve. Alter, was? Schauen wir mal, wo die Uhr stehen bleibt. Aktuell noch Keith Turner auf Pole vor Joe Walker und Byron Long auf P3. 1:37.361, aktuell P7. 2 Sekunden schneller als ich. Jetzt Arnold Koch aktuell auf P2 und Joe Walker auf P3. Andrew S. Thomas auf Pole. Und da kommt jetzt auch Björn Richtung Ziellinie. Schauen wir mal, was ihm gelingt. Wer sind denn so meine... Oh, Byron Long ist schneller als ich. Irgendwo mal was falsch. Also nein, oder na Quatsch, nee. Oder der Byron hat echt geübt so. Ja. Björn ist auch schneller als er. Und Björn auf P6, eine solide Ausgangslage. Jetzt P7, George Bartev hat sich da noch vorne reingemogelt. Bayern P8, top. Setup. Naja, dann viel Erfolg, viel Spaß. Lasst mir in Ruhe. Lass mich in Ruhe, genau. Ja, und du lass mich einfach vorbei, dann ist gut.
Boah, ey. Lieb die Freude, Zenten die Wand rein. Und damit dürfte das Qualifying jetzt auch jede Sekunde beendet sein. Und wir schauen mal in die Ergebnisse rein. Also die ersten drei Runden bin ich ein Lottoschein vor dir. So. Und da haben wir Andrew S. Thomas auf Pole vor Shady Ahmad und George Barthe. P4 Keith Hörner. Auf 5 Joe Walker. Auf P6 haben wir Arnold Koch. P7 dann Björn Ackermann. P8 Byron Long. P9 Thomas Silbernagel. Auf 10 Nicolas Acosta. P11 Tony Garcia. P12 Edgar Acevedo. P13 Kurt Klapper. Good luck, guys. Have fun. Ich höre dich mal wieder in-game, nee. Vorhin habe ich dich wieder gehört dann, und warst auf immer wieder weg. Das war aber in-game, ich hab gehört. Dann guck mal auf deinen Scanner. Auf 14 ist. Haben wir mal Quick Check und als letzter steht Bruno Araya im Crit. All Teams ist aus. Ja, eine Minute. Guck mal erstmal die Results rein. Oh, 9. Platz. Byron vor mir, Björn vor mir, Arnold vor mir. 1,35, wo lasse ich denn 2 Sekunden liegen? Das ist mir echt ein Rätsel. Sollte mal langsam ins Grütz hinein. Ja. Komm mal in den Grütz. Jungs, alles Gute. Ich denke, das ist hier gerne. Und da stehen die Jungs auch fast alle schon im Grütz. Hey, George, yeah, nice to meet you, bro. Good luck for the race. Hey, Shady. Letzte Grüße und Glückwünsche werden hier noch hin und her geschickt. Hey Björn, nice to see you back, bro. Gleich geht's los. Und dann müsste auch jeden Augenblick die Startampel erscheinen und die wilde Beute hier auf die Jagd schicken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. Andrew schießt hier sofort in Front. Ein Topstart dahinter Shady und George. Joe Walker auf P4 nach vorgefahren, hat hier schon Keith Hörner überholt. Und auch George Barthe versucht da Shady anzugreifen. Shady kann aber nochmal vorn bleiben. Andrew ungefährdet vorne weg. Auch unsere Jungs sind super aus den Startlöchern gekommen. Allen voran Björn Ackermann liegt hier auf P6. Jetzt auf P7 hinter Arnold Koch. Direkt dahinter Tommy und Byron. Und bisher hat es ja auch keinerlei Un- oder Zwischenfälle gegeben. Björn kämpft ja mit Arnold um die Position, kann sich jetzt wieder durchsetzen. Arnold reiht sich dann nochmal hinten ein. Wirklich ein absoluter Topstart hier für alle Jungs. Keinerlei Zwischenfälle. Wow. Björn schon mal den ersten kleinen Wackler hier gehabt, aber nichts passiert. Direkt vor ihm Keith Hörner auf P5 und da hinten Tommy und Byron. Ganz hier vorne Andrew, 0,6 Sekunden vor Shady Ahmad. Auf P3 haben wir dann George Barthe, P4 Joe Walker und die Turner vervollständigt hier die Top 5. Und George muss jetzt hier aufpassen. Andrew und Shady machen sich auf und davon. Das merkt auch Joe Walker und drückt von hinten. Sehr, sehr schade, dass wir heute unseren Wolfram und den Adam heute hier nicht am Start haben. Und auch unser Bernhard muss heute leider arbeiten, so ist das nun mal. Das sind ja hier alles keine Profifahrer, die müssen sich alle ihren Lebensunterhalt hart verdient gehen. Oh, Björn jetzt hier weit gegangen, der nächste Wackler. Das könnte hier Arnold Koch nutzen, um anzugreifen, ist aber noch weit genug weg. Jetzt geht er innen rein, Arnold. Seite an Seite, da gab es auch das Überholmanöver, Björn hat da auch gleich beigegeben. Damit jetzt unsere Jungs wieder einträchtig beisammen, die Position 7, 8, 9. Oh, und Björn da den nächsten hier wilden Rutscher und Wackler gehabt. Wow. Ja, ne? Reck mich nicht so! Kalte Reifen, zu wild aufs Gas getreten. Da spielen ja auch die nagelneuen Rennschuhe eine Rolle. Okay, so schaut das aus, wenn man viel zu spät auf der Bremse steht. Björn ist hier hinter Bayern auf P9 zurückgefallen. Direkt hinter ihm Nicolas Acosta und Tony Garcia. Björn hat sich ja für sein Comeback hier extra ein paar neue Rennschuhe gekauft, die aber mächtig drücken und scheuern. Die müssen erst eingefahren werden. Da ist bis zum Saisonstart noch einiges an Feintuning vonnöten. Hier vorne alles beim Alten. Andrew vor Shady und George. Oh! Mann, da kannst du auch Vollgas drüber. Ja, und der nächste kleine Ausritt. Allerdings ist die Parkfläche da so riesig, dass es da keine Probleme gibt. Und er kann problemlos sich wieder hier einordnen. Fällt jetzt noch weiter zurück. Noch hinter Tony Garcia auf P11. Damit Björn aus den Top 10 rausgefallen. Schade. Muss Björn schauen, dass er so schnell wie möglich am Tony hier vorbeikommt, damit vorne die Leute nicht abhauen. Da hat der Tony auch einen kleinen Fahrfehler gemacht und Björn kann hier problemlos an ihm vorbeigehen.
Byron hier folgt dem Tommy, auch ein Top-Start. Die beiden Jungs gehabt die Plätze 7 und 8. Allerdings müssen sie nach vorne schon ein bisschen abreißen lassen. Nicolas Acosta folgt den Jungs hier. Und wir haben jetzt gleich die zweite Runde beendet hier. Und es gab immer noch keine Un- oder Zwischenfälle. Top. Ein wahnsinnig toller Start heute hier von den Jungs. Der Einzige, der heute ein bisschen wackelig unterwegs scheint, das ist unser Björn. Wie gesagt, er hat ein paar neue Rennschuhe, die erst eingefahren werden müssen. George Barth hier auf E3 muss ich jetzt Joe Walker erwehren, der unbedingt nach vorne will. Der merkt, dass vorne die beiden abhauen. Die haben jetzt schon über eine Sekunde Abstand. Und durch den Zweikampf hier wird der Abstand wahrscheinlich noch ein Stück größer werden. Während sich Björn hier hinten auf P10 mit Toni Garcia rumschlagen muss. Nach vorne die Lücke wird immer größer. Zu Nicolas Acosta sind jetzt fast 2 Sekunden. Und jetzt hier Joe Walker Angriff. Außenrum hat er aber keine Chance. George kann da top verteidigen. Direkt hinten dran lauern Keith Hörner und Arnold Koch. Arnold letzte Runde auch der schnellste von den Leuten hier vorne gewesen. Hatte heute Ambitionen nach vorn. Tommy kann sich jetzt so langsam vom Byron lösen. Ganz vorn Andrew und Shady machen sich auf und davon. Das Ferrari-Duo. Insgesamt haben wir heute 24 Runden auf der Uhr stehen. Wie immer kein Boxenstopp. Und ich denke mal, hier in Ungarn bei der extremen Hitze wird das Thema Reifen heute eine ziemlich große Bedeutung gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal, wer sich hier die Reifen am besten einteilt. Byron folgt hier Tommy nach hinten zu Nicolas, schon über eine Sekunde Abstand. Toller Start in das Rennen heute für unseren Byron. Da hinten ist einer ausgeritten. Edgar Acevedo hat einen kurzen Trip durch die Botanik gemacht. Nichts passiert, nur ein kurzer Ausrutscher und weiter geht's. Er fällt auf P14 zurück. Hinter ihm nur noch Bruno Araya, der jetzt ganz dicht dran ist. Davor hier Mark Quickshank und Kurt Klapper kämpfen um die Position 12 und 13. Beide heute ziemlich weit hinten. Kurt heute wieder mal keine Qualifikation gefahren. Vorm Kurt hier Toni Garcia auf P11 und auf P10 Björn. Durchwachsenes Rennen heute. Hier vorne Shady und Andrew können sich immer mehr vom Rest absetzen. Der Abstand zum George beträgt jetzt schon über 2 Sekunden. Und Andrew wird jetzt hier gleich die 5. von 24 Runden eröffnen. Es hat bisher immer noch keine schwerwiegenden Unfälle gegeben. Nur ein paar Wackler und ein paar kleine Ausrutscher. Nichts Erwähnenswertes. Toi, 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 Wahnsinn. Joe macht hier immer noch Druck auf George. Die beiden können sich auch schon vom Rest des Feldes absetzen. Dahinter Arnold Koch ist inzwischen an Keith Hörner vorbeigegangen. Das haben wir nicht im Bild gehabt. Damit jetzt Arnold Koch der Letzte in den Top 5. Und hier Kurt Klapper ist irgendwie jetzt ganz dicht dran an Toni Garcia und versucht dann da zu überholen. Mark Grootschenk kommt da auch von hinten. Die Plätze 11, 12 und 13. Der Björn vorne auf P10 kann da immer mehr abhauen. Edgar Acevedo auf P14 über 6 Sekunden weg. Oh, und hier sehen wir Qualm stehen. Ah, Byron geht nicht. Der erste Unfall des Tages und ausgerechnet Byron. Das schauen wir uns direkt gleich mal an. Ach, schade. Das ganze Feld geht jetzt hier am Byron vorbei. Fällt auf den letzten Platz bis auf P15 zurück. First incident, lap 5 von Byron. Oh, dear. Ja, du warst in die Corner. Ja, too much late braking, I think. Too early on the throttle, I think. Schnell in die Kurve rein. Ah. Einen Haufen Plätze und Zeit verloren, sonst weiter nichts und weiter geht's. Hier vorne an der Spitze macht Shady jetzt richtig Druck auf Andrew. Und auch hier hinten Mark Grootschenk macht richtig Druck auf Kurt Klapper. Hier vorne das Führungsduo jagt sich im Kurs, aber auch dahinter Joe Walker und George Barthev konnten wieder ein Stück aufholen und rechnen sich sicher noch Chancen auf den Sieg aus hier. Arnold Koch dahinter ist ungefähr 1,5 Sekunden weg. Alles in allem muss man sagen, heute ein sehr, sehr sauberes und faires Rennen. Ich sehe gerade in der Zeitenliste, Nicolas Acosta hatte da auch irgendwo einen kleinen Wackler und ist da ein Stück zurückgefallen. Aber richtige Unfälle hatten wir bisher keine. Der einzig richtig große Dreher war der vom Byron vorhin. Aber er ist ja auch nirgendwo eingeschlagen, hatte nur diesen Dreher und viele Plätze verloren und konnte problemlos weiterfahren. Durch ein paar kleine Zwischenfälle inzwischen der Björn wieder auf P8 nach vorn gespielt. Allerdings fehlen ihm zum Tommy schon 4,5 Sekunden. Dann haben wir hier auf 10 Toni Garcia, auf 11 Mark Grootschenk, auf 12 Nicolas Acosta, 13 haben wir Edgar Acevedo, auf 14 Bruno Araya und ganz hinten unser Byron, der jetzt das Feld von ganz hinten aufrollen muss.
Byron hat aber hier jetzt noch mehr als zwei Drittel des Rennens Zeit, um das Ergebnis zu korrigieren. Tommy kämpft auch, um da vorne nicht den Anschluss am Keith Turner zu verlieren. Björn dahinter inzwischen 5 Sekunden weg. Und Kurt Klopper ist inzwischen in den Top 10 angekommen, befindet sich auf dem 9. Platz. Lässt es heute etwas ruhiger angehen, nachdem er letztes Wochenende in Mugello so grandiosen Sieg in der letzten Kurve gefeiert hat. Runde 8 und Joe Walker greift jetzt hier George Spadev an, will unbedingt nach vorne, weil die Jungs vorne sich auf und davon machen. Ein ganz starkes Überholmanöver außenrum. George gibt da aber noch nicht klein bei, Seite an Seite. Aber Joe ist da im leichten Vorteil und hat jetzt hier auch die Innenseite bei der nächsten Kurve. Man sieht es hier top gemacht. Von Andrew eine Rekordrunde gefahren, eine 1:35.930. Die erste 1:35er Runde hier im Feld. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel des Rennens geschafft und so langsam leert sich ja auch der Tank. Tommy kann da hinten immer noch dranbleiben, obwohl es ihm schwerfällt, heute mitzukommen vorne. Wie gesagt, das heißt ja hier dranbleiben und versuchen irgendwie sich die Reifen einzuteilen, damit man am Ende dann besseren Karten hat wie die Gegner. Top 5 Platz wäre super heute, dann hätten wir den Titel in der Tasche, egal was die anderen machen. Wir werden direkt nach dem Rennen gleich mal in den ersten Sprint gucken, was ein Tommy sein Hauptgegner da fabriziert hat. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er überhaupt am Start ist, denn vorhin auf dem Trainingsserver hat man seinen Namen auch nirgendwo lesen können. Hier hinten unser Byron kämpft sich tapfer Meter für Meter an Bruno wieder ran. 1,8 Sekunden Lücke sind es noch. Bruno hat mal auch eine ganze Weile nicht am Start stehen, war am Anfang der Saison ein, zwei Mal mit im Rennen dabei. 4 Sekunden vor Bruno auf P13 ist Edgar Acevedo unterwegs, der am Anfang den kleinen Wackler hatte und dadurch zurückgefallen ist. Dann haben wir auf 12 Nicolas Acosta, der jetzt versucht wieder nach vorne zu kommen und hier Mark Wojciech unter Druck setzt. Und vor Mark dann Tony Garcia, der letzte in den Top 10. Und Mark setzt jetzt den Tony hier so richtig unter Druck. Oh, und der verbremst sich, rodelt hier uns auf. Zum Glück sind hier die Asphaltzonen groß genug. Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Kocht sich ja auch nochmal schön die Reifen heiß. Jetzt Vorsicht, von hinten kommt Edgar Acevedo angerauscht. Tony Garcia, oh nein, hat es auch weggeschmissen. Ja. Ich denke, es sieht aus, als dass er irgendwie beim Runterschalten, ja, dass er sich da vermeiert hat. Ne? Hier vorne an der Spitze auf P3 kann sich Joe Walker sofort von George Spadev lösen und über eine Sekunde Luft zwischen sich und seinem Gegner bringen. Ich denke mal, er wird jetzt auch versuchen, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Er sieht ja, dass Shady hier mit Andrew kämpft. Andrew scheint dann Shady erheblich aufzuhalten. Jetzt haben sich hier beide Jungs verbremst. Seite an Seite geht es da vorne um die Position hier. Wow, Wahnsinn. Und Shady greift jetzt hier außenrum an. Scheint ja auch eine viel höhere Pace wie Andrew zu haben. Vielleicht hat er Andrew hier auch zwischenzeitlich seine Reifen ein bisschen überstrapaziert. Und da kann sich Shady jetzt auch durchsetzen. Und sofort ist Joe Walker hinten dran. Das werden ein paar interessante Runden jetzt werden. Andrew scheint da noch nicht aufgegeben zu haben, setzt sich hier nochmal an die Seite. Aber Shady hat hier Antwort zur nächsten Kurve einen Vorteil. Macht da auch geschickt alle Lücken dicht und Andrew muss jetzt aufpassen, dass da nicht noch Joe Walker durchschlüpft. Und sofort kommt auch von hinten George Spadev wieder näher, der Arnold Koch noch im Schlepptau hat. Die Top 5 vorne können sich vom Rest des Feldes schon ein ganzes Stück absetzen. Und wir sehen es gerade in der Zeitenliste, unser Björn hatte den nächsten Ausritt, da müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. So, nächster Incident hier. Oh, der Björn. Ja, das ist. Ja, das ist eine mega schwierige Stelle hier, auf jeden Fall. Diese blinde Linkskurve. Und das sieht so aus, dass der hier schon im Eingang dass das Auto bleibt. Und Björn ist da jetzt noch hinter Kurt Klapper auf P9 zurückgefallen. Und während sich hier die Podiumsplätze zusammenschieben, kann sich der Shady vorne leicht absetzen. Und wir hatten im hinteren Feld noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Tony Garcia hier. Was passiert hier? Ah, oh, okay, der kommt auch viel zu schnell um die Ecke hier. Naja, der Scaletrix, der denkt ja, ist Slotcar. Achso. Like a Slotcar, he drives the car. Verloren nach vorne. Und hier vorne, der Kampf ums Podium geht sich in die richtig heiße Phase. Hier vorne schiebt sich aber richtig zusammen jetzt. Tommy hat Mühe, da dran zu bleiben und hat hier zu kämpfen. Wir befinden uns hier jetzt gerade in Runde 11 von 24, also bewegen wir uns Richtung Halbzeit. Da ist noch eine ganze Menge Weg zu gehen.
Eddie Turner heute auch wieder ein fehlerfreies und sehr solides Rennen. Kann sich vorm Tommy behaupten, allerdings scheint die Top 5 außer Reichweite. Björn versucht sich jetzt wieder nach vorn zu kämpfen, verfolgt Bob Klapper, hinter ihm Mark Cruikshank und Nicolas Acosta. Plätze 8, 9, 10, 11 und hier auf P12 und 13 Edgar Acevedo, der jetzt Tony Garcia überholt hat und Byron und Bruno, der Bruno Araya überholen konnte. Somit wieder auf dem 14. Platz nach vorne gekommen. Wir haben jetzt gleich Halbzeit hier im Rennen und alle gestarteten Fahrer sind hier noch auf der Strecke unterwegs. Keiner mit beschädigtem Fahrzeug, das hat man so in der Form auch sehr selten. Hier vorne gerät jetzt Andrew richtig unter Druck von Joe Walker. Der will unbedingt vor auf P2, damit Shady vorne abbauen kann. Wird kein leichtes Unterfangen. Andrew ist nicht einfach zu überholen. Ach, und da haben wir es im Hintergrund gehört. Unser Freund Byron hatte da schon wieder einen Austritt, den wir uns dann gleich mal anschauen werden. Auch hier ist George Bartev, gerät unter Druck von Arnold Koch. Denn dahinter geht Hörner auf P6, konnte die Lücke auch wieder zufahren. Jetzt kommt hier richtig Bewegung vorne in die Spitzengruppe rein. Byron Long wieder hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Und oh, auch im Kurveneingang wieder weggeschmissen. Man muss aber auch hinzusagen, dass der Byron halt mit Handschaltung fährt. Und das ist halt auch, ist auch eine Kunst irgendwie beim Runterschalten. Arnold Koch macht jetzt hier auch seine Ambition gegenüber George Bartev mehr als deutlich, drückt hier und will unbedingt vorbei. Die Positionen 4 und 5. Die Hörner und unser Tommy können sich da im Windschatten immer noch halten. 35er hingekriegt. Und Tommy kommt jetzt so langsam in Fahrt, hat jetzt hier eine Top-Runde hingelegt, eine 1,35er und kann sich da wieder ein kleines Stück nach vorn arbeiten. Und Hörner ist ein 36er gefahren. Bartev auch. Arnold und George kämpfen jetzt hier. Arnold versucht, aber George sperrt sich da mit allem, was er hat. Kann sich jetzt hier in dem Duell auch nochmal behaupten. Ich frage mich nur, wie lange noch. Okay. Vorne die Podiumsplätze machen sich auf und davon. All fine. All fine. Andrew und Joe kämpfen hier um die zweite Position. Das nutzt Shady aus und kann sich schon so langsam auf und davon machen. Hier hinten Björn auf P10 ist inzwischen hinter Mark Cruikshank zurückgefallen, der hier eine super schnelle Runde hingelegt hat, eine 1,35,7. Das ist die schnellste bisher gefahrene Runde hier im Rennen. Ähnlich schnell wie vorne an der Spitze. Andrew S. Thomas auch eine 1,35,7 gefahren. Shady Ahmad eine 1,36,0. Und Joe jetzt hier Angriff. Da geht er innen durch. Tolles Überholmanöver, hat sich da innen durchgedrückt. Aber Andrew hat er noch nicht aufgegeben. Mal schauen, wie Joe's Pace ist hier jetzt, wenn er frei fahren kann. Ich bin mal gespannt, ob Andrew da dranbleiben kann. Nach hinten zum George Bartev, ungefähr 1,5 Sekunden Luft. Und die Jungs gehen jetzt in die 14. von 24 Runden, also haben wir ungefähr noch 10 Runden auf dem Uhr stehen. Ihr seht vorne, Shady, 1,5 Sekunden Abstand, wird immer größer. Und auch hier hinten gibt es noch Diskussionen um die Plätze zwischen Björn und Mark. Genauso hier, die Hörner Arnold Koch und George Bartev kämpfen hier um die Position. George kann sich immer noch vorn behaupten. Durch das Gerangel hier konnte Tommy die Lücke wieder schließen und ist jetzt wieder ganz dicht dran an den Jungs. Ein mehr als solides Rennen für unseren Tommy, nachdem er die ganze Woche wenig Möglichkeiten zum Üben hatte. Oh, und da qualmt. Zwei Autos ausgefallen. Oha, da hat es vorne einen bösen Crash gegeben. Ich glaube, das war Joe Walker und Andrew S. Thomas. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Oha, der erste Wasserführungsriege. Richtig große Crash des Tages. Joe muss jetzt auch sein Fahrzeug abstellen. Hier, wir sehen es. Der nächste Incident hier. Joe Walker hier in Runde 14. Oh, der war Zweiter. Zwischen Platz 2 und Platz 3. Ja. Und wir sehen hier, dass der, wer ist dahinter? Der Andrew S. Thomas. Der hat da seine Chance gewittert, ne, beim Ausbeschleunigen. Ja. Oh, der haut ihn weg. Ah. Oh ja. Ach so, ein Rocky. Schade, dass Joe da so aus dem Rennen gerissen wurde. Der konnte da überhaupt nichts dafür. Das muss sich Andrew ans Nevers heften. Damit der erste Totalausfall des Tages und ausgerechnet P2. Damit Tommy jetzt in den Top 5 noch vorgerückt, sehen wir es gerade hier. Neue Reihenfolge, Shady Ahmad inzwischen fast 4 Sekunden in Front vor George Bartev und Arnold Koch auf P3. Dann haben wir auf P4 Keith Hörner. Und die Top 5 vervollständigt unser Tommy. Andrew S. Thomas inzwischen auf V6 zurückgefallen, mit riesen Abstand gekommen.
Björn inzwischen wieder auf dem 9. Platz nach vorgekommen. 5. Ja. Trotz allem haben wir jetzt noch ein ganz schönes Stück Strecke bis ins Ziel. Da heißt es jetzt hier zusammenreißen, konzentrieren und vielleicht geht da ja noch mehr nach vorn für Tommy. Hier haben wir Björn mal im Bild, kämpft hier mit Nicolas Acosta um P9. Vorne Marc Rutschenk kann sich von den Jungs jetzt schon ein bisschen absetzen. Oh nein, Björn, der nächste Dreher. Björn verliert sein Auto. Zum Glück nichts passiert, nur ein 360 und weiter geht's. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. So, wir haben Björn wieder. Ja, Björn hat heute Schwierigkeiten gehabt mit seinen Schuhen. Aber das kündigt sich ein bisschen an, wenn man so genau hinsieht. Hast du gesehen? Und dann sind die Reifen heiß und das führt dann dazu, dass er sich dann nochmal dreht, aber... Ein mehr als durchwachsenes Rennen für unseren Björn. Ich denke mal, der sieht das hier aber auch mehr als Training für die kommende Saison an. Björn hatte ja in den letzten paar Wochen eine ausgedehnte Pause gemacht, um sich ein bisschen zu erholen und neue Kraft zu sammeln. Deswegen, oh, und ich sehe gerade, George Bartev hatte hier Zwischenfall. Zwei Platzierte hat sich rausgedreht. Den müssen wir uns auch direkt mal anschauen. Wir schalten sofort hin. Nächste Hinten, George Bartev hier. Oh, George, das war. Ja, da ist er auf dem 2. Platz. Ja. Und genau. Arnold macht Druck, Arnold macht Treffer. Ja, das hat mich dann auf Platz 4 gespült, ne? Ja. Und wir sehen es gerade, nach Reparaturstopp nimmt auch Joe Walker das Rennen wieder auf. Sehr, sehr löblich. Tommy scheint jetzt seine Pace gefunden zu haben, kann jetzt hier locker mit die Turner mitgehen. Und Arnold Koch kann sich da auch nicht signifikant absetzen, im Gegensatz zum Shady, der jetzt schon 3,5 Sekunden vor dem Rest des Feldes liegt. Die Pace von unserem Leader hier vorne kann keiner mitgehen. George Bartev ist inzwischen 4 Sekunden hinter Tommy zurückgefallen. Und Tommy hat jetzt ja auch Ambitionen, aufs Podest zu kommen. Keith hält jetzt hier ein bisschen den Tommy auf, der versucht da irgendwie vorbeizukommen, damit der Arnold nicht abhauen kann und weiter hin. Björn hatte den nächsten Zwischenfall, da schalten wir gleich mal hin. Der Arnold kann abhauen. Wir haben hier nochmal den Björn und wieder oben bei dieser Blind. Ja, das war nicht seine Ecke, da ist er mehrmals abgeflogen heute. Ja, und dann ist er hier. Dann ist er hier auch noch mit dem Heckspoiler gegen die Backen gekommen. Wing is rock. Hier haben wir einen Björn auch mal im Bild. Hatte heute schon diverse Zwischenfälle, kann sich trotzdem noch in den Top 10 behaupten. Hier hinten kämpft Bayern mit Tony Garcia um P12. Und vor den Jungs Neweide Beck, Edgar Acevedo, Bruno Araya auf P14 liegt da inzwischen schon über 6 Sekunden weg von der Gruppe. Bayern versucht da vorbeizugehen, findet aber keinen Weg an Tony Garcia vorbei. Die Jungs gehen jetzt in die 17. von 24 Runden, also hat Bayern noch 7 Runden Zeit, das Ergebnis hier zu korrigieren. Und während Arnold Koch jetzt hier eine richtig schnelle Runde in den Asphalt gebrannt hat, setzt Tommy hier an, um an Keith Hörner vorbeizugehen, sticht er auch innen rein, sauberes Überholmanöver. Damit Tommy auf P3 und Keith Hörner auf den 4. Platz zurückgefallen. Wow, Tommy auf Podestkurs, das hätte ich am Anfang des Rennens nicht gedacht. Mega. Und weiter hinten im Feld gab es mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. So, Mike Cruikshank hier und wahrscheinlich, ja, das ist so eine sehr beliebte Stelle hier. Ja, deshalb ist ja auch eine ewig große Auslaufzone, ja. You have a big parkplatz. Big parkplatz. big parking place. Trotz des Ausrutschers kann sich Mark in den Top 10 halten, liegt auf Platz 9 vor Björn. Bayern verfolgt hier immer noch den Tony und vor den Jungs den Edgar. Jetzt geht hier Tony ein bisschen weit und Bayern versucht da anzugreifen. Tony macht da aber innen dicht. Ein tolles Duell um P12. Die Jungs gehen jetzt in die 18. Runde. Hier vorne an der Spitze alles wie gehabt. Shady führt mit ungefähr 3 Sekunden vor Arnold Koch und Tommy. Keith Hörner 0,8 Sekunden hinterm Tommy folgt dem Podiumsplätzen. George Bartev ist da schon über 3 Sekunden weg von den Jungs. Hinter ihm dann noch einmal 3 Sekunden Lücke zu Andrew S. Thomas, der am Anfang geführt hat, auch auf Pol stand und dann den Unfall mit dem Joe Walker hatte. Kurt Klopper inzwischen ganz dicht dran am Andrew. Wurde mal wieder heute ohne Quali von ganz hinten losgefahren und sammelt die Unfallopfer ein. Ich denke mal, wenn Kurt hier jedes Rennen mit einer Quali vorne mitfahren würde, der würde auch im deutschen Titel mitreden können. Hat sich ja in den letzten Rennen in der Tabelle auch ein ganzes Stück nach vorn gearbeitet. Mal schauen, vielleicht schafft er es ja noch am Endruf vorbei. P6 wäre ein top solides Ergebnis. 5 Runden hat er noch Zeit.
Nicolas Acosta auf E8 ist 7 Sekunden weg und Byron geht jetzt hier in die nächste Runde mit dem Toni im Kampf um die 12. Position. Oh, und da geht der Toni fliegen. Vorsicht, Vorsicht! Da hat der Toni in der Start- und Zielkurve sein Fahrzeug verloren und Byron konnte da problemlos innen durchgehen. Das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Von hinten kommt da jetzt auch Bruno Araya. Geht hier auch vorbei am Toni. Toni hat jetzt hier, glaube ich, auch die Schnauze voll und stellt ab. Schade. Ich denke mal, jetzt in Runde 18 werden Toni seine Reifen auch am Ende gewesen sein. Hatte ja vorher schon so den ein oder anderen Dreher. Toni Garcia hier, Toni Garcia. Das war das hier, I saw this. Direkt bei Ryan Apple, vorsichtig. Ja, careful, careful. Ja. I was not in a great place to power out of that corner. Allerdings war das Auto ja nicht beschädigt und ich frage mich, warum Toni die Kiste dann abgestellt hat. Arnold hier eine super schnelle Runde hingebrettert. Eine 1:35.494, die bisher schnellste Runde des Rennens. Hat da vielleicht noch Ambitionen, vorne an Shady ranzukommen. Jetzt hat Shady hier die schnellste Runde hingebrettert. Eine 1:35.372. Wow. Findet sich hier in der 20. von 24 Runden. 3,5 Sekunden Vorsprung auf dem Arnold. Da kann sich der Shady das Rennen hier einteilen. Top gemacht, von P2 gestartet und Andrew S. Thomas im Laufe des Rennens niedergerungen. Aber auch Tommy kann heute zufrieden sein. Von ziemlich weit hinten gestartet, ohne viel Training, befindet er sich hier wieder mal auf Podiumskurs. Und wenn wir das Resultat hier ins Ziel bringen, dann ist der Tommy auch Meister. Ich will den Tag nicht vorm Abend loben. Immerhin haben wir noch 3,5 Runden zu gehen. Alles in allem, muss man heute resümieren, war das ein sehr, sehr sauberes Rennen. Bis auf die Kollision zwischen Andrew S. Thomas und Joe Walker hat es ja heute keine unfairen Manöver oder sonst was gegeben. Alles andere selbst verschuldet. Auch unser Björn, der hier auf P10 rumfährt, hat es seinen Schuhen zu verdanken und keinem Gegner, dass er hier eben nur auf P10 rumeiert. Andrew kann sich hier weiterhin vor Kurt Klapper halten, die Position 6 und 7. Da gibt es aber auch nach vorne keine Möglichkeiten mehr. George Bartev über 4 Sekunden weg. Andrew hat jetzt, glaube ich, hier auch ein bisschen mit seinen Reifen zu kämpfen. Schauen wir mal, ob Kurt da noch vorbeikommen kann. Wir sehen es hier. Oh, jetzt greift Kurt an, Seite an Seite. Da dürfte auch Kurt durchgehen. Innen durch jetzt, sauberes Überholmanöver. Andrew versucht dann noch gegenzuhalten, aber keine Chance. Da sehen wir, wie die Reifen qualmen, die Räder stehen. Ich denke mal, Andrew hat jetzt hier mit seinen Reifen zu kämpfen. Er hat aber, wie man hier sieht, noch lange nicht aufgegeben und versucht sich hier den Platz zurückzuholen, außenrum. Das hat vorhin beim Shady auch geklappt. Jetzt wieder leicht vorn, aber Kurt gibt dann nicht nach und drückt sich wieder durch. Jetzt geht es hier die nächste Kurve Seite an Seite, da kann Kurt aber vorn bleiben. Toller Zweikampf hier von den Jungs. Und diesmal lässt der Andrew seinem Kontrahenten hier auch genug Raum zum Überleben. Während hinten Joe Walker gerade eine schnelle Runde gefahren hat, die bisher schnellste Runde des Rennens. Hier der nächste Angriff vom Andrew. Jetzt ist er ein bisschen weit gegangen. Und Kurt hat hier einen Vorteil und hat sofort ein paar Zehntel zwischen sich und seinem Gegner gebracht. Hier haben wir uns schon mal im Bild, eine 1:35.230, eine Top-Runde hier hingebrettert. Hier auf P10, Björn versucht das Rennen jetzt auch noch vernünftig nach Hause zu fahren. Top-10-Platz, relativ solide. Und hier vorne Shady Ahmad geht jetzt gleich in die 22 von 24 Runden. Ein mega starkes Rennen von unserem Mann aus Kalifornien hier. Aber auch Arnold Koch heute top unterwegs Richtung Podium. Und unser Tommy mit etwas mehr als 3 Sekunden Abstand auf P3. Eine wahnsinns erfolgreiche Saison für Tommy, bei der er unzählige Male auf dem Podium gestanden hat. Allerdings hält diese Saison ein Sieg, was natürlich der Gesamtsieg absolut wettmachen würde. Und wir sind ja jetzt gerade auf dem besten Wege dahin. Wenn Tommy das ins Ziel bringt, einfach nur gut ab vor dieser Leistung. George Bartev hier auf P5, nach vorne und hinten inzwischen reichlich Luft. Und auch Kurt Klapper kann sich jetzt so langsam vom Andrew befreien, der hier in den letzten verbliebenen Runden aufpassen muss, dass ihn da nicht noch Nicolas Acosta einholt. Der ist nur 2,5 Sekunden weg. Hier haben wir auf P9 dann Mark Kulchenk nach vorne, 11 Sekunden Luft und nach hinten mehr als genug. Hinter ihm ist Joe Walker, der nach Reparaturstopp wieder aus der Box rausgefahren ist und hier auf P14 versucht, das Rennen irgendwie zu Ende zu fahren.
auch Björn hat nach vorne und hinten reichlich Luft. Da dürfte in den letzten anderthalb Runden nicht mehr viel passieren. Hier haben wir Edgar Acevedo auf P11. Hat auch nach vorne und hinten jeweils mehr als 5 Sekunden Luft. Dann haben wir auf P12 Byron Long. Durchwachsenes Rennen heute, fährt es trotzdem sauber zu Ende. Und der letzte noch in der Führungsrunde befindliche Fahrer ist Bruno Araya hier auf P13. Zwei Runden noch. Ja. Schön hoch. Endspurt und Tommy kann sich jetzt so langsam vom Piet Hörner lösen, sind jetzt schon fast 2 Sekunden Abstand. Allerdings geht nach vorne nichts mehr. Arnold Koch fährt hier eine Rekordrunde nach der anderen, eine 1:35.0. Irre. Und ich denke mal, hier im vorderen Feld sind die Positionen bezogen. Da versucht jeder jetzt nur noch heile irgendwie ins Ziel zu kommen und die Position zu halten. Ein bisschen mehr als anderthalb Runden muss Tommy hier noch gehen, dann können wir die Sektkurven knallen lassen. Diese Saison war Tommys Konstanz der Schlüssel zum Erfolg. Wahnsinnig viele Podiumsplätze hier hingelegt. Und wenn er mal nicht die Pace hatte, trotzdem die Punkte mitgenommen. Einzig und allein Summit Point war eine Katastrophe. Aber zum Glück gibt es ja ein paar Streichergebnisse pro Saison. Und Tommys Hauptgegner Timothy hat einfach viel zu oft sein Auto in die Wand gefeuert. Das muss man halt auch mal so sehen, so schnell wie er war. Und nach dem Rennen hier haben wir dann ja nur noch ein Rennen auf Uhr stehen, Le Mans. Da hat Tommy letzte Saison gewonnen. Können sich bestimmt einige Zuschauer noch daran erinnern, das wird wieder eine wilde Raserei werden. Und hier hinten Andrew S. Thomas und Kurt Klapper. Andrew scheint da den 6. Platz noch lange nicht aufgegeben zu haben. Wir haben ja noch ein bisschen mehr als eine Runde zu drehen. Zeigt sich da immer mal wieder. Und da im Hintergrund, wir sehen es gerade, Nicolas Acosta ist da noch abgeflogen kurz vor Schluss. Das ist echt schade, oh Mann. Nicolas Acosta verunglückt. Ja. Inzwischen hat vorne Shady, unser Leader, die letzte Runde eingeläutet und wir gucken uns den Unfall vom Nicolas gleich nochmal an. Auch Tommy jetzt hier in seiner letzten Runde. Letzte Runde. Jo. So, dann haben wir hier Nicolas Acosta. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Oh, da hast du schon gesehen, da war der mitten auf dem Curb. Und da sieht man das schon, dass der da ordentlich über die Curbs poltert. Mehr als ärgerlich, so ein Einschlag, so kurz vor Schluss. Hier gibt es jetzt den großen Zweikampf zwischen Andrew und Kurt um P6. Beide kämpfen da verbissen mit allen Mitteln, die sie haben. Und Kurt geht da richtig weit, sammelt sogar noch ein Incident ein. Will hier mit allen Mitteln seinen Platz verteidigen, kann sich da auch nochmal durchsetzen. Ein tolles Duell hier von den zwei Jungs auf den letzten Metern. Jetzt muss hier Andrew ein Stück weit gehen und Kurt ist im Vorteil. Weit ist es nicht mehr und dann haben es die Jungs geschafft. Hier vorne Shady Ahmad auf den letzten paar Metern. Und hier hinten auch Björn versucht jetzt hier noch halbwegs vernünftig ins Ziel zu kommen. Die Kiste rutscht und schlingert. Auf B12 haben wir dann hier unseren Bayern. Hinter ihm nur noch Bruno Araya auf der Strecke unterwegs in der Lead Lap. Die letzte Kurve jetzt für Shady Ahmad und dann hat er es geschafft. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, was für ein tolles Rennen. Aber auch Glückwunsch an Arnold und natürlich an Tommy. Podium! Tommy, herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ganz stark gemacht. Yeah. Ganz stark. Oh. Das war tough. Und damit dürfte Tommy auch den Titel in der Tasche haben. Oh. Wahnsinn. Björn muss seine Schuhe erst einfahren. Ich brauche erstmal neue Schuhe. Mein ganzer Fuß blutet. Ich muss sagen, irgendwie. Ich bin ja vor einigen Wochen beim Eislaufen umgeknickt. Also mein linker Fuß, das hat gerade ein bisschen weh. That was a good race. That was a fun race, guys. Well done. Arnold, you were giving me so much credit towards the end. Well done. Oh. Ein schönes Überholmanöver, oder Patrick? Geil. Ich hab mich nicht getan. Ja, es ist auch besser halt so. Thank you, Byron. It was a hard work to getting from P4 to P3. But it was... Thank you. Aber war ein schönes Rennen. Oh, ich hab mir nichts erlaubt, ey. Krass. Ja. Alle anderen kein Stück.
Hä? Alle anderen um dich rum schon. Da hat es so einige Unfälle gegeben, die habe ich nicht gesehen, wo die vorne alle weggeflogen sind auf einmal. Da war ich gerade hin. Naja. Ich habe da nur P2 gesehen. Ja. Eben relativ, wo ich dann gesagt habe, hier, zwei haben sich gelöffelt, aber können wir uns ja gleich mal anschauen. Oh, boah. Und wir sehen es jetzt oben hier in der Einblendung. Tommy kann praktisch beim letzten Rennen nicht mehr eingeholt werden. Ein ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber ich glaube, damit habe ich meine, ja, meine Meisterschaft besiegelt jetzt, oder? Ich weiß es nicht, Fall, ob der... Auf jeden Fall. Ja, dann ab ins GSSD-Interview mit dir. Wir sollten mal erst mal gucken, was im ersten Schnitt gewesen ist. Bevor wir die Sektkorken knallen lassen und dann die T-Shirts wieder einstampfen. Oh, mit dem Björn hat ein Rad abgefahren, was wieder rangeklopft ist. Hast du das gerade gemerkt, Björn? Nö. Du bist gerade gegen die Kante geknallt von der Boxeneinfahrt, das ist Rad abgeflogen und wieder rangeklopft. Nö. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Nein, ich esse meine Suppe. Ja, liebe Zuschauer, wenn das kein Grund zum Feiern ist heute. Der Güter, der Eckermann. Ja, Tommy, Podium, das hätte ich nie erwartet. Netter Platz, Junge. Dieses Vertrauen. Ich war mir sicher, du wirst sterben. Ich hab auch. Also. Ja, also. Das ja, ist also. Ich, ja. Hab, ich hab ja das Pre-Race. Ich muss mal meinen Fuß verarzten gehen, meine Ferse blutet wie ein Schwein. Ja, wenn wir verabschieden uns erstmal hier von unseren Zuschauern, wünschen allen alles Gute, war geil. So, und Tommy, das war stark. Ja, also war ich auf jeden mal, Fall. Ich weiß es nicht 100%, aber das wird wohl der Titel gewesen sein. Ja. So eine Konstanz, ne? Das bringst halt nur du wieder. Wenn es drauf ankommt, bist du da. Das ist schon stark. Stark. Okay, ja. Ich mache jetzt hier erstmal, ich halte es hier mal an. Zuschauer, das war doch mal mega geil. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Wiedersehen. Ciao, ciao. Liebe Zuschauer, das war doch mal ein verrücktes Rennen mit einem für uns mehr als glücklichen Ausgang. Tommy mal wieder auf dem Podest. Dafür hat es bei den anderen nicht ganz so gut ausgesehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem genauso viel Spaß gemacht wie uns allen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Macht's gut!
thank you, George. Appreciate it, man. That was a good race. That was a fun race, man. Well done. Arnold, you were giving me so much space there towards the end. Well done. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.